Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor. Auch dieses Mal veranstalten wir dieses Webinar mit Julian Böhnig. Ich freue mich sehr, dass er für uns heute die Zeit gefunden hat. Und natürlich freue ich mich, dass Sie heute live dabei sind oder sich gerade die Aufzeichnung anschauen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen bitte dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, lieber Julia, dann kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich wünsche dir selbstverständlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Dann müsstest du mir einmal sagen, ob man den richtigen Bildschirm von mir sieht. Die Startfolie sehen wir. Perfekt, klasse. Dann übernehme ich ab hier und vielen Dank für das Intro, lieber Nelson. Ja, mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor. Ich begrüße alle Teilnehmer, die heute mit dabei sind, natürlich auch alle, die sich im Nachgang die Aufzeichnung anschauen. Bevor wir starten, für die, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich gerne in zwei, drei Sätzen einmal vorstellen. Mein Name ist Julian, Nelson hat es ja schon angekündigt, begeisterter Börsianer seit 2010. Damals im Rahmen meines Finanzmarktstudiums auf die Börse aufmerksam geworden, habe die Webseite Einkommen-Investor ins Leben gerufen und den gleichnamigen YouTube-Kanal, auf dem mittlerweile 250 bis 300 Videos zu finden sind rund um das einkommensorientierte Investieren. Für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal reinschauen, was ist einkommensorientiertes Investieren? Wie grenzt es sich ab von der klassischen Herangehensweise, zum Beispiel zum Value Investing? Hierbei geht es darum, dass man nicht primär das Ziel hat, ein größtmögliche Performance zu erzielen und auch nicht einen größtmöglichen Depotwert zu erzielen, sondern der Fokus ist, wie der Name schon sagt, auf dem Einkommen. Das heißt, wir wollen aus den Investitionen, die wir tätigen, uns einen Cashflow erarbeiten, ein in Häkchen, ich bin mal ein bisschen vorsichtig mit dem Namen, passives Einkommen, weil die Frage ist natürlich, wie passiv ist so etwas. Aber wir möchten schlussendlich einen, ja, Cashflow erzeugen, für den wir aktiv erstmal nicht arbeiten müssen, sondern der uns durch Ausschüttung, zum Beispiel im Rahmen von Dividendenzahlung, zufließt. Das ist mal ganz einfach erklärt, einkommensorientiertes Investieren. Und das ist etwas, womit ich einen Großteil meines Geldes schlussendlich investiert habe. Ich habe auch noch zwei, drei andere Standbeine, in die ich Kapital investiere, aber eins davon ist das einkommensorientierte Investieren und das soll hier heute im Vordergrund stehen. Hier einmal der Blick auf den YouTube-Kanal, so schaut das Ganze aus. Also wenn man hier mal vorbeischauen möchte, dann gerne mal die Videos anschauen bzw. durchklicken und ansonsten, wenn Fragen sind im Nachgang, gerne über das Kontaktformular auf mich zukommen oder aber über die E-Mail-Adresse, die ich am Ende auch nochmal einblenden werde. Von meiner Seite auch nochmal der kleine Hinweis, auch wenn Nelson das schon vorab zurechtgerückt hat und erklärt hat, alles, was ich hier sage, dient zu Schulungszwecken, ist keine Handlungsempfehlung und vor allen Dingen auch keine Kaufempfehlung. Das ist lediglich meine Meinung, die darf hinterfragt werden, die dürft ihr natürlich hinterfragen. Und ihr könnt euch dann natürlich auf eigenes Risiko ein Stück weit daran orientieren oder das Ganze als Inspiration für euch nutzen. Aber alles, was ich hier von mir preisgebe, ist wie gesagt nur meine Meinung. Ich beginne sehr gern mit einem Zitat und ja, dieses Ritual möchte ich auch heute fortführen. Und zwar habe ich ein Zitat mitgebracht, was ich von der Grundidee her sehr interessant finde. Wer gut wirtschaften will, sollte nur die Hälfte seiner Einnahmen ausgeben und wer reich werden will, sogar nur ein Drittel. Die Frage bei solchen Zitaten, kann man das in irgendeiner Weise für sich und seine Herangehensweise benutzen? Ja, in der Konstellation natürlich immer abhängig von dem eigenen Einkommen, also inwiefern es so eine ja, maßstabsgerechte Umsetzung tatsächlich realistisch, das muss jeder für sich selber am Ende beantworten, aber ich finde die Grundidee, also dass es darum geht, Einnahmen, die wir bekommen, ja, sei es in einer Angestellten- oder in einer selbstständigen Tätigkeit oder auch sei es durch ein Einkommen, was wir uns an der Börse aufgebaut haben,
davon möglichst einen Großteil sparen. Ja, und wenn es vielleicht 10% sind oder 15%, dann ist das auf jeden Fall immer noch besser, als wenn ich 100 oder der ein oder andere, wie man ja leider auch sehr häufig mitbekommt, vielleicht sogar 120% ausgibt von seinem Einkommen über Konsumkredite, fährt man damit auf jeden Fall besser. Das heißt, das einfach mal so als Grundidee dahinter, wie man das Ganze dann strukturiert, darstellt oder aufbereitet, ja, wie man zum Beispiel so einen Wirtschaftsplan für sich privat macht, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, vielleicht auch mal ein interessantes Thema für ein Webinar, könnte man ja überlegen, ob man dazu beim nächsten Mal ein bisschen was zu mitbringt an Informationen. So, dann dadurch, dass leider aus gesundheitlichen Gründen das Webinar letztes Mal ausgefallen ist, haben wir jetzt ein relativ großes Gap zwischen dem letzten Webinar, was ich hier für FX Flat halten durfte, und dem, was wir jetzt hier heute haben. Dementsprechend möchte ich ganz gerne diesen Webinar ein Stück weit da anschließen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich möchte nämlich gerade jetzt, weil sehr viel passiert ist, leider auch viele sehr tragische und dramatische Situationen sich ereignet haben im Weltgeschehen, möchte ich da nochmal ansetzen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das, was wir beim ersten Mal besprochen haben, zum einen zu festigen, zum anderen aber auch einfach mal schauen, wie hat sich das Ganze denn entwickelt seit dem letzten Webinar, was ich meine im Januar war. Na, wir haben jetzt fast die Hälfte des Jahres rum. Und was können wir daraus vielleicht zum einen lernen und was können wir daraus dann auch entsprechend für diverse Positionen mitnehmen? Bedeutet, wir schauen uns jetzt erstmal die Orientierung im zeitlichen Kontext an. Das heißt, aufgrund der Seasonals, ich bin ja jemand, der sehr gerne und sehr viel mit Seasonals arbeitet. Ja, das heißt, wir schauen uns das Ganze einmal an. Ja, was können wir aus den Seasonals ablesen? Wichtig, die Seasonals dienen nur als Orientierung. Ja, das heißt, sie prognostizieren und sie sagen auch nicht die Börsenentwicklung voraus, sondern sie geben uns eine statistische Orientierung im zeitlichen Kontext. Und das Ganze muss man aber natürlich dann immer noch mal individuell evaluieren, inwiefern das auf das spezielle Jahr, speziellen Monat und generell auf den Kontext dann entsprechend gilt. Das heißt, das möchte ich einmal übergeordnet machen für den DAX, für den S&P und für den Dow Jones. Und dann zu Schluss hin nochmal diverse Einzelwerte, Einzelaktien durchgehen, die wir uns auch schon zu Beginn angeschaut haben und einfach mal gucken, wie hat sich was entwickelt und haben wir hier vielleicht gegebenenfalls aus meiner Sicht, aus meiner Meinung interessante Kurse an den Aktienmärkten, zu denen es sich gegebenenfalls sogar lohnt einzusteigen. Das erstmal so als Agenda, als grobe Orientierung. Kommen wir zum DAX, US Election Year Cycle, und ich bemühe mal wieder mein Zeichenwerkzeug und hoffe, dass es nach wie vor funktioniert. Ja, es funktioniert. Jawohl. Das heißt, wir haben hier, wenn ich das richtig sehe, kann man das jetzt hier an der Stelle so nicht lesen, weil das verdeckt ist. Deswegen zeichne ich das ein. Es ist überhaupt kein Problem. Wir befinden uns hier in diesem Bereich, also in diesem Bereich sind wir aktuell aktiv. Das ist das Midterm Year. Das heißt, hier haben wir das Election Year gehabt. Ja, ich sage einfach mal 1 bei dem Zyklus, 2, das ist das Post-Election Year, also das Nachwahljahr. Das ist das Midterm Year, in dem wir gerade sind. Und das ist das Pre-Election Year, also der vierte Teil. Das ist hier ist der dritte Teil. So, diese Sachen hier sind die vier, also Quartal 1, Quartal 2, Quartal 3, Quartal 4. Das heißt, wir befinden uns gerade hier in diesem Quartal, ja, hier in diesem Bereich befinden wir uns gerade und da ziemlich weit am Ende, denn wir schreiben heute den 24.05., also ist nicht mehr ganz so viel von dem Q2 übrig. Das bedeutet, man kann hier perspektivisch natürlich, denke ich, sehr einfach und sehr schön erkennen, dass das Q2 im Midterm Year tendenziell negativ ist oder negativ zu erwarten war. Wenn man überlegt, dass das Ganze hier ungefähr eröffnet hat und hier ungefähr schließt, ist das eigentlich ein kompletter Abverkauf über komplett Q2 hinweg. Und wenn man das Ganze jetzt mal sich anschaut, wie verhält es sich in Q3, dann beginnt das Ganze hier oben und endet zumindest, wenn man diese Seasonals mal ansetzt, ebenfalls negativ. Das heißt, das, was uns eigentlich noch bevorsteht, ist nochmal ein weiterer Rutsch
zumindest wenn man diesem Zyklus Glauben schenken mag. Das, was man aktuell an den Märkten sieht, lässt zumindest darauf pochen oder das Ganze erahnen, dass es auch gegebenenfalls tatsächlich nach solch einer Konsolidierung auch so kommen kann. Ja, alles kann, nichts muss, wie man so schön an der Börse sagt. Jetzt möchte ich das Ganze einmal mit euch zusammen aufblättern. Das heißt, wir gehen jetzt mal von Q2, ja, einmal rein in die Aufteilung der verschiedenen Monate, damit wir das Ganze noch mal ein bisschen mehr aufklappen können. Das heißt, wenn man sich das jetzt hier anschaut, wir haben hier Januar, Februar, März, April, Mai. Ja. Dann ist hier sozusagen der Monat Mai. Das heißt, wir haben hier den Abverkauf und das hier ist dann der zu erwartende Monat Juni. Das heißt, wir haben hier wirklich einen sehr, sehr starken Abverkauf, haben hier eine kleine Erholung. Beziehungsweise, wenn man sich das mal so anschaut, ist das eigentlich hier so ein so eine Viereck, Schiebezone, ja, je nachdem, nach was man das betrachtet. Wenn man das jetzt nach der Dow-Theorie betrachtet, dann ist es halt eine Korrektur oder charttechnisch ist es halt eine Schiebezone und die wird dann schlussendlich nach unten hin nochmal aufgelöst. Das ist erstmal das, was man jetzt hier den Rahmen sozusagen erwarten kann. Was bedeutet das für mich jetzt, wenn ich im Bereich DAX unterwegs wäre von meiner Positionierung her? Ich würde tendenziell, so wie das aktuell hier aussah und aktuell aussieht, würde ich zum Beispiel schauen, dass ich weiterhin an der Seitenlinie bleibe, das Ganze beobachte. Denn wenn man jetzt mal einen Blick hier in die Zukunft wagen möchte, dann sieht man ja, dass man nach diesem Abverkauf hier nochmal eine größere Konsolidierung sieht, um dann nochmal einen finalen Abverkauf zu generieren. Und da ist es dann natürlich interessant, wenn man es schafft, diesen Bereich hier, das wird man sicherlich nicht punktuell schaffen, aber in diesem Bereich dann neue Positionen aufzubauen. Ja, das ist dann entsprechend interessant, weil wenn man es schafft, hier wie gesagt in diesem Bereich irgendwie den Turnaround zu schaffen und hier reinzukommen, ja, ich meine, man kann auch hier in diesem Bereich schon einsteigen, man kann das zum Beispiel auch staffeln. Ja, dass man sich hier mit verschiedenen Limit-Orders in dem Markt einkauft. Das ist dahingehend interessant, weil wir sehen hier erstmal vom Tief zum Hoch einen sehr schönen Anstieg. Und jetzt haben wir hier hinten den Dezember. Ja, der endet dann hier mit dem 31. Und wie geht es jetzt hier weiter? Das können wir sehen, wenn wir nochmal eine Folie zurückgehen. Das ist dann dieser Zeitpunkt hier. Ja, das heißt, hier hörte die Folie auf und man kann hier schön sehen, dass das Folgejahr, also das Pre-Election-Year, dann mit einer sehr, sehr starken Rallye vonstatten geht. Das heißt, man kann, wenn man es richtig macht, hier einen sehr interessanten Einstieg in diesem Rahmen bekommen, der einen dann über die nächsten Monate sehr schön mitträgt. Nichtsdestotrotz kann man hier als Fazit einen Strich drunter ziehen, das Midterm-Year bleibt einfach ein nicht ganz so einfaches Börsenjahr. Das war der Stand des DAXes, den wir uns beim letzten Webinar zusammen angeschaut haben. Ich tue das Ganze hier mal zur Seite. Da haben wir uns hier in diesem Rahmen befunden. Hier war so dieser Unterstützungsbereich. Ja, wir haben hier gesehen, die Unterstützung hatte bis dato gehalten. Wir waren hier so bei 15.000 und jetzt sieht man mal, wenn man das mal fünf Monate später sich anschaut, wir sind hier durchgebrochen, haben aber lange um diesen Bereich gekämpft. Ja, wir sind hier durchgebrochen mit dieser Kerze hier, wurde dann ein Stück weit wieder aufgekauft, sind dann aber final tatsächlich abgetaucht, haben dann hier, wie man das aus dem Bilderbuch kennt, an die 15.000 nochmal einen schönen Retest gemacht und befinden uns jetzt hier gerade in der Konsolidierung, in der es dann schlussendlich fraglich ist, ob man sich nach oben nochmal ob man sich nach oben nochmal aufmacht, ja, um das Ganze nochmal zu testen und gegebenenfalls durchzustarten oder aber ob man hier weiterhin abverkauft wird. Ja, das Ganze bleibt fraglich. Wir sind aber auf jeden Fall, wenn man sich das Ganze mal auf Basis des Momentums anschaut, das finde ich auch immer super spannend, ja, wenn man sich mal anschaut, diese Momentumkerzen, also solche Kerze, so eine Kerze, aber auch diese Kerze. Was meine ich damit? Ich meine damit einfach mal,
Wenn man sich die Spannbreite, also die Handelsrange solch einer Kerze anschaut, da sieht man schon mal, wie viel Dynamik hier in diesen Bereichen am Markt war und dass diese Kerzenspannen hier aktuell hier viel kleiner sind, ja, teilweise wahrscheinlich irgendwie ein Fünftel oder ein Viertel von dem, was wir hier in diesen Momentumkerzen gesehen haben. Das heißt, das spricht für eine aktuelle Konsolidierung, der ich zumindest an der Seitenlinie erstmal verweile und mir das Ganze weiterhin anschaue. Das ist jetzt nochmal der Großausschnitt, wie es aktuell aussieht, hier auf ein kurzes Intervall, März, April, Mai. Und ich muss mal einmal ganz kurz was machen. Ich möchte hier einmal genau das auf den anderen Bildschirm ziehen. Genau so ist das nämlich für mich deutlich angenehmer. So, das heißt, wir haben hier, wenn man das mal auch wieder so ein bisschen einkreist, dann befinden wir uns hier eigentlich in so einer Viereckkonsolidierung, ja, hier nach oben hin begrenzt, hier nach unten hin begrenzt und schieben uns einfach seitwärts. Das heißt, hier gerade mit diesen Dojis und mit diesem Gap hoch oder Gap up, Gap down, das sind so in der Regel diese super engen Handelsspannen, in der sich ganz viele Daytrader einfach es schwer tun, Geld zu verdienen und allgemein auch viel Geld verbrennen, weil die Range einfach super klein ist. Man hat keinen wirklich klaren Trend zu erkennen. Man hat hier den ein oder anderen kurzfristigen Trendschub mal gehabt, hier in diesem Bereich, wurde dann aber wieder gekontert. Und das ist in der Regel etwas, was sich sehr schwer traden lässt, wohingegen man hier so eine Bounce-Bewegung nach unten, nach oben oder halt auch nach unten sich natürlich super eignet, um da dann auch mal schnelle Gewinne mitzunehmen, sofern der Handelsstil, ja, sofern man darauf ausgerichtet ist. Jetzt möchte ich das Ganze zusammen mit euch einmal noch mir für den US-Markt anschauen, für die USA. Und ich möchte vorweg eine Grafik ebenfalls aus den Seasonals mir anschauen. Und zwar haben wir hier das Enden der Jahre. Das bedeutet, hier haben wir die Nullerjahre, hier haben wir die Einerjahre, die Zweier, die Dreier, die Vierer. Das bedeutet zum Beispiel 2000, 2001, 2002, aber auch 2011, 2012 oder eben 2021, 2022. Und was man hier ableiten kann, ist, dass wir auch in diesem Jahr, also in diesem Zweierjahr, einen sehr starken Abverkauf innerhalb der Mitte des Jahres sehen. Das heißt, diese saisonale Auswirkung in den auf zwei endenden Jahren deckt sich mit dem, was wir im Midterm hier ebenfalls sehen. Das bedeutet, auch hier kann es tatsächlich weiterhin so verlaufen oder die Wahrscheinlichkeit ist deutlich erhöht, dass es weiterhin so verläuft, also dass wir nochmal einen weiteren Abverkauf sehen, völlig ausgeblendet dessen, was wir aktuell an politischen Szenarien haben, an politischen tragischen und schrecklichen Ereignissen haben, ist dieses sehr gut durch die Seasonals quasi schon statistisch erfasst über die letzten Jahre. Das kann Zufall sein, kann auch einfach Statistik sein. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal für den Dow Jones an. Was können wir da sehen? Wir sehen hier Election Year, Post-Election Year, Midterm Year. Wenn man das Ganze mal wieder hier anschaut, im Election Year steigende Märkte, Post-Election Year steigende Märkte und im Pre-Election Year das einzige Jahr oder der einzige Casus Knactus ist hier das Midterm Year. Das macht halt in der Regel auch hier Bauchschmerzen. Wir haben hier sicherlich nicht so einen starken Abverkauf, wie wir das im DAX gesehen haben, also ein bisschen weniger volatil, könnte man fast sagen. Nichtsdestotrotz sehen wir auch hier gerade in Q2 einen Abverkauf, der dann auch noch weitergeht nach einer Konsolidierung hier. Die letzte Hälfte, das letzte Drittel von Q3 ebenfalls betroffen ist und erst dann geht quasi hier diese Rallye los, die wir uns im DAX auch schon angeschaut haben, die dann aber auch durchgeht bis in das Pre-Election-Year, für die man sich hier in diesem Bereich dann vorbereiten sollte. Das heißt, Strich drunter, was kann man zusammenfassend dazu sagen? Man kann sagen, dass das Midterm-Year grundlegend schwierig zu handeln ist. Es aber auch neben diesen Schwierigkeiten auf jeden Fall sehr schöne Potenziale bietet und mit sich bringt, die aber zeitlich eingeordnet werden können, sollten, zumindest wenn man diesen Statistiken hier trauen möchte oder diesen Seasonals trauen möchte, im Herbst, Spätsommer, Herbst,
Spätherbst, je nachdem, wann das Ganze dann anfängt zu laufen. Kann auch sein, dass diese Rallye schlussendlich ins Wasser fällt. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Aber wenn man diesem hier Glauben schenken mag, dann könnte das hier in 4 Monaten ein sehr interessantes Szenario abbilden. Schauen wir mal an, wie sah das Ganze aus, als wir uns das letzte Mal zusammen die Charts angeschaut haben. Das war der Dow Jones hier, Dezember, Januar. Das heißt, wir waren hier in diesem Bereich, ja, 34.000 und sind dann in der letzten Zeit hier weiter abverkauft worden, hier bis 30.500, 30.700 runter. Und das Ganze sieht auch gerade nicht so aus, als wenn wir hier eine fundamentale Wendung in diesem Abverkauf sehen. Das mal als komplette zeitliche Einordnung, wo wir uns aktuell eigentlich befinden und wie ich das Ganze im Kontext dieser Wahlzyklen einschätze bzw. bewerte, was so meine Gedanken dazu sind. Und jetzt möchte ich quasi einmal einen Schritt weitergehen und das Ganze dahingehend abstrahieren, dass wir uns mal neben diesem eher düsteren Szenario für die nächsten, ich sag mal 2, 3, 4 Monate, uns mal das in Häkchen normale unterjährige Seasonal-Szenario anschauen, was wir uns auch schon letztes Jahr immer angeschaut haben. Ja, das bedeutet, wie ist denn eigentlich die normale Situation im Mai, im Juni, im Juli? Denn wenn man sich jetzt überlegt, dass diese Abverkäufe ja quasi abweichen von dem, was man unterjährig als Seasonal Muster annehmen würde, dann bleibt immer noch die Frage, trifft das Szenario so ein? Wenn aber auch das normale unterjährige Szenario das quasi bestätigt, dann haben wir ein weiteres Indiz dafür, dass wir entsprechend ja gegebenenfalls weiter fallende Märkte sehen könnten. Und das Ganze möchte ich jetzt hier einmal machen und starten möchte ich wieder mit dem deutschen Markt, repräsentativ dafür mit dem DAX. Wir sehen hier unten Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Das heißt, wir schauen uns hier erstmal den Mai zusammen an, um mal eine grobe Einschätzung dafür zu bekommen, wie der Mai normalerweise sich unterjährig verhält. Wir haben auch hier einen Abverkauf und dann eine Konsolidierung, die dann aber wiederum in einen Anstieg mündet. Das heißt, wenn man das hier sich anschaut, dann ist der Monat Mai als solcher mehr oder weniger neutral. Aktuell befinden wir uns auf jeden Fall noch im Minus, was die Monatsperformance angeht. Bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Der Juni eher ein Konsolidierungsmonat, ja, also auch hier, wenn man sich das mal anschaut, Startpunkt, Endpunkt, das Ganze mehr oder weniger plus minus null, um dann im Juli final den Peak zu verzeichnen, also das vorläufige Jahreshoch, um dann in den Abverkauf überzugehen. Und ich denke, wenn man das Ganze jetzt mal zusammenbringt mit dem, was wir uns davor angeschaut haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir gerade so Richtung Sommerloch, Spätsommer, August, September einen weiteren Abverkauf sehen könnten, der wiederum dann hier, wie gesagt, so im Oktober, je nachdem, wie man das Ganze auslegt, hier so in dieser Konsolidierungsphase, ich sag mal vielleicht letzte Septemberwoche bis Ende Oktober, Anfang November, gegebenenfalls einen sehr interessanten Einstieg bieten kann für mehrere Monate. Deshalb kurz gesagt für mich eher weiterhin Seitenlinie. Ich schaue mir das weiterhin an und gucke mal, was sich hier schlussendlich dann ergibt. Kommen wir mal zu den Charts. Wie sieht das Ganze aus? Und bringen diesen, hier sieht man es, Monatschart, ja, diesen Monatschart in den Kontext des der Dow-Theorie oder der Markttechnik, wie immer man das nennen möchte, oder einfach der Trendbestimmung. Ja, also es ist ja im Endeffekt eigentlich immer das Gleiche. Man schaut sich an, in was für einer Phase befindet sich der Markt. Also habe ich einen Markt, der
unten links startet, ja, als Beispiel, und oben rechts aufhört, oder habe ich einen Markt, der halt ja, nach unten hinläuft oder der sich einfach nur seitwärts schiebt. Ich denke, wir sind uns hier einig, dass wir hier mit einem Aufwärtstrend es zu tun haben. Und was hier natürlich jetzt noch dazu kommt, wir befinden uns nach dieser relativ starken Aufwärtsbewegung. Ich denke, das ist an keinem von uns vorbeigegangen. Nach diesem ja, sehr starken Rücksetzer befinden wir uns aktuell hier mit diesem Rücksetzer eigentlich nur in einem Pullback-Szenario. Ja, deswegen finde ich persönlich, wenn man jetzt mal die politischen Ereignisse mal außen vor lässt, ja, und sich nur auf den Chart konzentriert, ja, und man gar nicht wüsste, was wir für Szenarien aktuell weltwirtschaftlich sich entwickeln, dann sehen wir, dass wir eigentlich nach dieser großen Bewegung, dieser starken Bewegung, jetzt die erste richtige Korrektur sehen und wir uns eigentlich hier mit diesem Pullback und mit diesen langen Kerzen vielleicht sogar auf einen weiteren Anstieg vorbereiten. Ja, also wir konsolidieren hier gerade und solange wir weiterhin so in diesem Bereich uns befinden, wo wir uns gerade befinden und nicht tiefere Tiefs machen, sehe ich das Ganze weiterhin als Konsolidierung und erachte auf lange Sicht das Ganze auch als durchaus realistisch, dass wir uns von da aus bullisch bewegen. Wenn wir aber hier weiter nochmal ein tieferes Tief machen, dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit auch Richtung 10.000 durchaus gegeben, ja, dass wir uns hier in diesem Bereich sozusagen widerspiegeln. Ja, und ansonsten, wenn wir uns hier weiter konsolidieren, kann es durchaus sein, dass wir uns dann auch weiter zu neuen Hochs machen. Ich denke spätestens dann, wenn auch zeitlich betrachtet gegen Spätsommer, Herbst, wäre das auf jeden Fall mein präferiertes Szenario. Ja, wie sagt man so schön, eine Börse ist kein Wunschkonzert, deswegen immer auf alles vorbereitet sein. Hier, wenn man sich das Ganze jetzt mal eine Zeit in der Tiefe anschaut, also hier auf Wochenbasis, dann sehen wir, dass wir uns hier zumindest aktuell, wenn man sich das hier mal anschaut, ja, mal hier diese Trendbewegung einzeichnet, wir uns aktuell in einem Korrekturtrend befinden. Das heißt, der Wochentrend ist quasi negativ. Ja, wir sind durchgebrochen durch das letzte relative Tief, was wir hier oben hatten von einem Aufwärtstrend. Und wie gesagt, sind hier in diesem Konsolidierungsbereich. Ich persönlich finde halt nach wie vor, dass das Szenario ist nicht gekippt, ja, weil das einfach hier ein richtig schöner Pullback-Bereich ist, in dem wir uns befinden. Sehe auch da, wenn man das mal prozentual misst, also einfach mal von den 16.000 zu den 14.000 oder zu den 13.000, wenn ich einfach mal das Ganze prozentual das Ganze sich einfach mal prozentual anschaut, dann finde ich persönlich, sind wir weit weg von einem Crash aktuell. Das ist, finde ich, nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier gesehen haben. Und dementsprechend bin ich da weiterhin ja, entspannt, was das angeht. Auf Tagesbasis ebenfalls sind wir hier in einem Abwärtstrend und auch das, was wir hier jüngst gesehen haben, nach diesem Pullback, was wir hier nach oben gesehen haben, das heißt hier dieser Abverkauf, auch das ist natürlich ein lupenreiner Abwärtstrend, würde ich tendenziell aktuell ja, vorsichtig sein mit weiteren kurzfristigen Long-Versuchen, sondern einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier auflöst. Ja, löst sich das hier als so eine Flagge auf, die man irgendwie dann nach oben, die sich dann nach oben bullisch entwickelt. Ja, oder aber gehen wir hier weiter und greifen das 12.500er tief an, dann glaube ich, kommen wir noch mal ein ganzes Stück tiefer. Das bleibt an der Stelle abzuwarten. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze beim S&P 500 aussieht. Und auch hier einmal die Betrachtungsweise. Wir haben hier den Mai. Auch dieser ist zumindest auf der amerikanischen Seite kein neutraler Monat, sondern ein Monat, der leicht im Plus endet. Der Juni als solches dann aber ein kleiner negativer Monat. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man dieses komplette Szenario hier eigentlich bis zum Mitte, Ende September, also von hier an, von Mai bis September, ist eigentlich eine große Konsolidierungsphase, die dann nach unten abgelöst wird, um dann schlussendlich Ende Oktober in die Weihnachtsrallye über zu
gehen. Ich möchte das hier einmal so ein bisschen einfärben hier, dass man das besser sieht, was ich meine. Also dieser ganze Bereich hier mit diesen Ausreißern auf der Oberseite und mit dem Ausreißer nach unten ist eigentlich nur eine riesige Schiebezone. Das heißt, das ist auch so der Bereich, glaube ich, oder würde ich mal so behaupten, in den Raum werfen, der einfach echt schwer zu handeln ist, weil wir haben ja keine klare Bewegung. Ja, man kann hier immer nur sehr kurzfristig am Markt aktiv sein und wir fallen hier unten raus. Ja, das ist dann eigentlich das, was dann wieder interessant wird, weil diese Bereiche, da kann man dann anfangen, schöne Limit Orders zu platzieren, sich einzukaufen, um dann hier diese Aufwärtsbewegung schlussendlich mitzunehmen. Schauen wir uns mal an, wie sieht das Ganze aus. Ja, ich habe in den letzten Webinaren auch schon im letzten Jahr immer wieder gesagt, dass diese Entwicklung allgemein betrachtet, also dieses Aufwärtsszenario, ja, wenn man diese dieser Abverkauf jetzt mal außen vor lässt, ist einfach eine wahnsinnige Rallye gewesen, die schlussendlich irgendwann korrigiert werden muss. Ja, sonst würde das ja raketenhaft nach oben gehen. Das heißt, auch dieser Abverkauf hier ist eigentlich überhaupt nichts Dramatisches, sondern etwas, was gut ist. Die Frage ist, wie weit geht das noch? Ja, also wie weit wird sich das Ganze jetzt noch nach unten hin bewegen? Wir haben hier auf jeden Fall ein Pullback-Szenario, was dann ähnlich wäre wie im DAX, nur wahrscheinlich ein bisschen tiefer prozentual, müsste man jetzt ausrechnen. Und wir haben hier unten auch noch Möglichkeiten, ein Pullback zu haben. Das wäre dann schon sehr, sehr tief von der Korrektur her. Aber schlussendlich ist es nichts wirklich Ungewöhnliches, was wir hier sehen. Und ist, glaube ich, einfach auch notwendig, um schlussendlich folgend darauf neue Hochs auszubilden. Was natürlich auffällt, ist genau das Gegenteil, was wir beim DAX gesehen haben. Wir haben ja relativ große Handelsspannen, die von einer großen Dynamik zeugen hier in dieser Korrekturphase. Und wir haben hier relativ kleine, ja, kleine bullische Kerzen gesehen, die sich hier so langsam, aber stetig nach oben geschoben haben. Also das sah grundlegend halt früher oder später nach einer Korrektur aus, die wir jetzt hier auch bekommen. Das heißt, hier weiterhin ein Long-Szenario auf Monatsbasis, wie auch beim DAX ein Long-Szenario auf Monatsbasis war. Schauen wir uns das Ganze mal auf Wochenbasis an. Hier ist das Szenario ähnlich wie beim DAX auch mittlerweile gekippt. Ja, das heißt, wir haben hier nach diesem letzten Hoch haben wir hier jetzt eine ausgebildete Abwärtsbewegung, egal wie man es misst, ja, wir sind ja aktuell in der Abwärtsbewegung und die zieht sich auch fort. Ja, wir haben fallende Tiefs, wir haben fallende Hochs und ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir nach wie vor hier weiter fallen werden. Wie gesagt, die Frage ist, wie weit? Ja, wir haben hier bei der 3,5 sicherlich nochmal ein schönes Pullback-Szenario oder hier nochmal ein bisschen tiefer. Und auf Tagesbasis ist das Ganze ähnlich. Auch hier haben wir weiterhin fallende Märkte zu verzeichnen und einen lupenreinen Abwärtstrend, der ja nach wie vor intakt ist. Das erstmal als Einordnung sowohl in den zeitlichen Kontext, also wo stehen wir bezogen auf die US-Wahl und wie sieht das Ganze auf die unterjährigen Saisonalitäten bezogen aus. Dann habe ich zwei Fragen mitgebracht, die ich hier einmal an der Stelle mit euch zusammen besprechen möchte. Ihr könnt gerne auch Fragen stellen, gerne auch am Ende. Dann werde ich schauen, dass ich die auf jeden Fall auch noch mit beantworte. Aber ich habe mal zwei Fragen mitgebracht. Und das war einmal, wie veränderst du deine Geldanlage bei den aktuellen Geschehnissen? Das ist eine Frage, die mich häufiger erreicht hat. Und hier möchte ich einfach allgemein so ein bisschen zum Nachdenken dahingehend anregen, dass die Idee der Geldanlage oder die Strategie der Geldanlage am besten im Vorfeld fixiert werden sollte. Was meine ich damit? Es macht Sinn, dass solange kein Geld im Spiel ist, damit meine ich Geld im Markt ist, dass man sich im Vorfeld hinsetzt, aufschreibt, wie gehe ich vor, wie möchte ich vorgehen, sich am besten das Ganze auch mal in der Vergangenheit anschaut, ja, wie hat das Ganze in der Vergangenheit funktioniert und dann auch wenn dann Überlegungen macht, also wenn das passiert, mache ich dies, wenn das passiert, mache ich das, um einfach mehr oder weniger für die meisten Eventualitäten gewappnet zu sein. Weil ich sehe es immer wieder als sehr problematisch an, dass gerade
wenn Angst, aber auch wenn Gier im Markt ist, die Entscheidungen, die getroffen werden, sehr irrational sind. Das bedeutet gerade jetzt auch, vielleicht auch ein Stück weit ja, forciert und auch ausgelöst durch vielleicht Gespräche mit Partnern auf der Arbeit oder vielleicht auch durch sage ich mal, Nachrichten, durch Medien, tendiert man sehr häufig sehr schnell dazu, emotionale Entscheidungen zu treffen. Ja, also man hat dann das Gefühl, okay, das kann alles insgesamt nicht so weitergehen, das System in sich ist marode, könnte kollabieren und so weiter und so fort. Und das führt dann dazu, dass man Positionen vielleicht glattstellt, dass man vielleicht zu große Positionen auch zuvor eingegangen ist. Und um dem einfach aus dem Weg zu gehen, sollte man das Ganze meines Erachtens nach zuvor einmal schriftlich fixieren. Dann stellt sich diese Frage in der Regel nicht. Grundlegend ist es so, dass ich persönlich meine Geldanlage nicht verändere. Ja, ich manage das Ganze über den Zufluss von Geld. Das bedeutet, ich habe meine Strategien, die ich eh fahre, und das Geld ist in den Depots. Das ganze Geld oder das Geld ist halt investiert, je nachdem. Ich aber zum Beispiel, wie jetzt in diesem Fall, so wie ich das erklärt habe, stoppe ich das Ganze dahingehend, dass ich keine neuen liquiden Mittel in den Markt einbringe. Ja, das bedeutet, ich schaue mir das Ganze an, wie entwickelt sich das? Und wenn ich merke, dass ich gute Kaufkurse habe, wenn ich merke, dass wir einen Sell-Off haben, dann schlage ich sozusagen zu und kaufe ein. Das ist aber aktuell bei dem aktuellen Marktgeschehen nicht der Fall. Ja, das heißt, ich bin weiter an der Seitenlinie, halte liquide Mittel und warte sozusagen auf den entsprechenden Zeitpunkt, an dem ich dann aktiv werde. So ähnlich habe ich das auch in dem Kursrückgang 2020 gemacht und bin damit ganz gut gefahren und habe aber auch da die bis dato investierten Mittel nicht abgezogen, nicht verkauft, sondern habe einfach den bestehenden Mittel neue Mittel hinzugefügt. Das muss man aber auch sagen, ist meine individuelle Herangehensweise, ja, hängt sicherlich auch mit meinem Alter zusammen. Also wenn ich jetzt kurz vor der Rente bin oder vielleicht schon in Rente bin, dann müsste man natürlich diese Situation einmal individuell betrachten. Ja, was ist der Ziel? Was ist allgemein das Ziel? Ja, und dann einfach mal schauen, wie man da schlauerweise vorgeht. Ja, und hier an der Stelle auch immer wichtig, Geldanlage mit einem Ziel zu beginnen. Also warum mache ich das? Ja, sich klar machen, warum mache ich das? Brauche ich das Geld? Bin ich auf das Geld angewiesen? Was möchte ich damit erreichen, um sich dann schlussendlich zu überlegen, wie komme ich dahin und wie muss ich dann schlussendlich agieren? Ja, also unterm Strich, ich verändere meine Geldanlage überhaupt nicht, sondern die bleibt genauso, wie sie vor diesen Szenarien, die wir aktuell politisch haben, war. Ich spiele nur mit dem Cash-Management, das heißt, ich stoppe quasi Investitionen oder stoppe Investitionen oder ich tätige halt neue Investitionen. Darüber reguliere ich das Ganze, weil ich schlussendlich mich ja auch in der Akkumulationsphase befinde, das heißt, ich befinde mich in dieser Anbauphase meines Portfolios und nicht in der Distributionsphase, sondern in der Endsparphase. Und dafür ist das für meine Herangehensweise in Ordnung und fühle ich mich gut mit. Dann war eine Frage, jetzt Positionen abbauen. Das ist etwas, was ich, wie ich ja gerade erklärt habe, nicht mache. Ich würde tendenziell eher darüber nachdenken, Positionen aufzubauen. Ja. Da haben wir, denke ich, eine ganze Menge darüber gesprochen, wann der Zeitpunkt potenziell interessant ist, wann vielleicht eher nicht. Und ich glaube, das wäre so die Herangehensweise, die ich hier nutzen würde. Allgemein betrachtet möchte ich nochmal betonen, dass Angst kein guter Ratgeber ist und Angst in der Regel einfach dadurch zustande kommt, dass die Positionen zu hoch sind. Geht mal wirklich in euch, wenn ihr Angst verspürt bei der Geldanlage. Woher kommt das Gefühl? Das kommt in der Regel daher, dass die Relationen zum Geld nicht eingehalten werden. Was will ich damit sagen? Also ich möchte jetzt auch nicht zu philosophisch werden, aber ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ja? Wenn ich jemanden habe, der vielleicht, sage ich mal, 3.000 Euro verdient, sagen wir mal 3.000 Euro netto hat und der riskiert jetzt 3.000 Euro, ja, also investiert 3.000 Euro, dann ist das eine Zahl, eine Relation, zu der er einen Bezug hat, weil dieses Geld verdient er in einem Monat, er kann das einschätzen, er kann das, wenn er es verliert, nach einem Monat wieder bekommen oder halt in der Regel über mehrere Monate, weil er sicherlich, wenn er 3.000 Euro verdient,
hat er auch Fixkosten, aber er hat eine Relation zu dem Geld. So, wenn diese Person jetzt aber 400.000 Euro auf einmal investiert, ohne davor kleinere Schritte gemacht zu haben und sich dahin getastet zu haben, dann fehlt einfach die Relation. Das bedeutet, zum einen werden dann Überlegungen angestellt, dass dieses Geld ein Vielfaches ist von dem, was man verdient und man sehr lange braucht, um das wieder zu erwirtschaften. Und das führt einfach dazu, dass man nervös wird, weil das einfach keine Relation hat zu dem, was man eigentlich sonst im täglichen Geschäft oder im täglichen verdient. Und da bin ich einfach ein Freund davon, so etwas sukzessive anzugehen, also über einen längeren Zeitraum in die Position hereinzuwachsen, ja, und nicht einfach von heute auf morgen, selbst wenn man jetzt diese Summe oder noch eine deutlich höhere Summe zur Verfügung hat, nicht auf einmal investieren, sondern langsam. Und da bietet sich vielleicht auch einfach an, Sparpläne zu nutzen oder halt sukzessive in den Markt einzusteigen mit mehreren Limit Orders, um einfach mal zu schauen, okay, wenn ich Skin in the Game habe, wie ist das denn überhaupt, ja, wie fühlt sich das an, wenn ich mal einen Verlust habe? Dann ist das deutlich erträglicher. Na, wenn ich jetzt bei den 3.000 Euro irgendwie 10% verliere, dann ist das 300 Euro. Na, wenn ich bei den 400.000 irgendwie 10% hinten bin, dann ist das in der Regel direkt ein Jahresgehalt von der Person. Und dementsprechend ist natürlich klar, dass man dann auch ein Stück weit nervöser ist. Das heißt, das einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten zum Thema Angst und Position abbauen. Könnte das sicherlich schon der Schlüssel sein, dass man da ein bisschen entspannter schläft. So, dann kommen wir zum Content-Thema 10 Aktien von meiner Watchliste. Und das ist das, was ich zu Beginn meinte. Hier möchte ich gern nochmal das Ganze euch zeigen, wie sich das schlussendlich entwickelt hat. Die Position, die ich mitgebracht hatte, ich hatte euch eine Apple-Aktie mitgebracht, dahingehend, dass sie nicht per se eine Dividendenaktie ist, weil sie eine sehr kleine Dividende zahlt, mit unter 1%. Nichtsdestotrotz bietet die Aktie einen interessanten Einstieg. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir uns das Ganze angeschaut haben, hat die Aktie notiert hier bei 160 Dollar. Wir hatten hier so ein schönes Pullback-Szenario. Ja, das heißt, auch das sah für mich schon attraktiv aus. Ich bin schon lange in Apple investiert und habe hier jetzt nicht weiter nachgekauft, sondern bin weiterhin an der Seitenlinie mit neuen Positionen. Und das Ganze hat sich dann noch mal ein ganzes Stückchen weiter nach unten entwickelt. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier aktuell. Ich habe diese Unterstützungslinien, die ich hier zuvor eingezeichnet habe, die habe ich nicht irgendwie nachbearbeitet, sondern man sieht das hier von den Screenshots, wir sind hier komplett an dieser Linie aktuell am Halten und befinden uns hier gerade so ja, in einer Konsolidierungsphase und das ist, denke ich, ebenfalls ein interessantes Niveau, gerade hier mit diesem Pullback, das tendenziell halten könnte. Wenn das aber nicht halten sollte, dann glaube ich, gehen wir nochmal ein ganzes Stückchen tiefer Richtung 130, 120 und dann wäre der nächste Punkt hier auch schon die EMA 200. Das glaube ich zwar nicht, dass wir da hinkommen, aber dann wäre es natürlich ein sagenhafter Einstieg in die Apple-Aktie. Aber ich glaube auch hier schon in diesem Bereich um die 140 herum ist das nach wie vor ein interessantes Szenario. Dann habe ich mitgebracht AT&T, ein Klassiker, der ja keine Senkung der Dividende durchgeführt hat seit 38 Jahren. Wir befinden uns irgendwo im Bereich zwischen 7 und 8, 8,5% Dividende ja, pro Jahr. Das ist ein Quartalszahler, das Ganze wird verteilt auf 4 Quartale. Und wir haben immer noch einen Dividendenzuwachs. Ja, der ist nicht allzu hoch. Wenn man das misst an der aktuellen Inflation, dann gleicht das die Inflation natürlich nicht mehr aus. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch einen Zuwachs und bei 7 bis 8% Dividende ist das Ganze auch ordentlich. Wir hatten hier eine sehr schöne Konsolidierung Anfang des Jahres. Ja, wir haben hier unten eigentlich immer so die Möglichkeit gehabt zu sagen, dass wir in diesem Bereich hier so um die 20 bis 22 US-Dollar, hatte ich mir letztes Mal besprochen, kaufen könnte, um dann hier in diesem Bereich hier so bei der 31 das Ganze auch zu verkaufen, wenn man so ein Spiel spielen möchte. Und schauen wir uns mal an, wie wir uns hier entwickelt haben. Wir sind von dieser 26, wir haben hier einen relativ starken Anstieg hingelegt, sind dann das Niveau gelaufen, haben konsolidiert, einen Rücksetzer gemacht und sind dann von da aus nochmal ein ganzes Stück weiter angestiegen. Und das ist aktuell sozusagen der Punkt,
in dem wir uns hier schlussendlich zurechtfinden. Einen weiteren Kandidaten, den ich mitgebracht habe, ist Altria, eine Aktie, die ebenfalls seit 52 Jahren die Dividende nicht gesenkt hat und immer noch einen sehr starken Dividendenzuwachs hat, muss man natürlich sich am Ende fragen, ob man hier investieren möchte. Auch hier gibt es natürlich immer wieder Bedenken, ethischer und moralischer Art, aber das muss jeder für sich am Ende selber entscheiden. Das soll heute nicht Teil dieses Webinars werden. Hier haben wir die Entwicklung der Aktie, wie sie Anfang des Jahres aussah und hier dann die Weiterentwicklung. Das heißt, wir sind hier von diesem Ausbruchsszenario von dieser ungefähr 50er Marke hier bis zur 56er Marke aufgestiegen. Wir finden uns gerade im Pullback und auch hier sicherlich mal wieder interessant, sich dieses Pullback dann mal schlussendlich genauer anzuschauen, ob man sich hier vielleicht Umkehrsignale sieht, ja, vielleicht auch ein neuer Trend entsteht auf einer kleineren Zeiteinheit, um hier dann den neuen Anstieg hier vielleicht Richtung 56, 60 mitzunehmen, sofern man das möchte. Wenn diese Marke hier nicht halten sollte, haben wir hier unten noch immer noch einen schön günstigen Einstieg bei der 200er EMA, sofern das in Betracht kommt. Eine Aktie, bei der ich sehr genau hinschaue, ist Berkshire Hathaway. Ist sicherlich in keinster Weise eine Dividendenaktie, aber ich finde halt nach wie vor eine super interessante Aktie, weil sie einfach wie so eine Art Fonds aufgebaut ist. Das heißt, sind sehr, sehr viele Einzelwerte schlussendlich, die hier umfasst werden, wenn man in Berkshire Hathaway investiert. Es gibt dann eine A- und eine B-Aktie. Das ist hier die B-Aktie, die A-Aktie, ja. Oder besser gesagt, die B-Aktie lässt sich ja deutlich angenehmer handeln, weil die Stückzahl hier bei 300 US-Dollar pro Aktie liegt. Und man hat hier einen Hoch gehabt Anfang des Jahres. Dieses ist dann nochmal übertroffen worden bis 360 in der Spitze. Und jetzt gerade befinden wir uns in einem sehr schönen Rücksetzer. Wir waren hier bei 303 und sind jetzt hier bei 310. Das heißt, hier kann man schauen, wie sich die Aktie schlussendlich in diesem Bereich hier verhält, um dann, ja, wenn man denn möchte, hier um die 300er Marke herum gegebenenfalls seine Limit Order zu platzieren. Dann haben wir hier Golgate als ebenfalls Quartalszahler, der über 60 Jahre die Dividende nicht gesenkt hat. Dividendenrendite um die 2%. Hier haben wir in diesem Konsolidierungsniveau, in diesem Viereck, ebenfalls die Möglichkeit, hier im unteren Bereich einzukaufen. Das schauen wir uns jetzt hier mal an. Und es sieht aktuell auch so aus, als wenn man hier ein sehr interessantes Kaufniveau erreicht. Ja, gerade das Zusammenkommen mit der EMA 200 und hier diesen letzten Hochs und den Tiefs hier alles auf einer Höhe, finde ich, ist eher eine durchaus interessante Möglichkeit, die man mal im Auge haben sollte, wenn man nach einer Dividendenaktie schauen möchte, die eine sehr hohe Qualität mit sich bringt und auch schon, wie gesagt, mehrere Jahrzehnte die Dividende zahlt und entsprechend auch nicht senken musste. Ansonsten haben wir IBM, ebenfalls eine Dividende oder eine Dividende deutlich höher als Golgate. Da befinden wir uns so um die 5%. Je nachdem, wie die Aktie eingekauft werden kann, hier auch über zwei Dekaden keine Senkung erfahren. Und ja, das Ganze ist ebenfalls eine Konsolidierung und hat sich hier auch nicht wirklich verändert. Das Ganze schiebt sich einfach seitwärts. Das heißt, auch hier kann man sicherlich einkaufen. Natürlich umso tiefer, umso besser. Und hat hier dann entsprechend auch eine sehr ordentliche Auszahlung. Johnson & Johnson, eine Aktie mit einer hohen Qualität, ungefähr 4% Dividende aktuell beim aktuellen Kursniveau. Und wenn man sich das Ganze anschaut, sind wir hier von dem zu Beginn des Jahres zu dem aktuellen Niveau ein ganzes Stück angestiegen. Wir waren hier in diesem Bereich, bei diesem Unterstützungsbereich hier mit der Umkehrkerze. Und von da aus haben wir uns dann schlussendlich nach oben abgesetzt. Und wenn ich mir das so anschaue, dann finde ich, sieht das Ganze auch weiterhin sehr, sehr bullisch aus. Wir haben ja auf diesen letzten Anstieg jetzt hier so eine Korrektur gesehen und das sieht gerade so aus, als wenn wir hier zu einer weiterem Hoch angreifen. Man muss da auch im Kontext sehen, dass diese Aktie sozusagen sich trotz des schwierigen Marktumfeldes sehr bullisch, sehr positiv entwickelt
Und wenn man jetzt überlegt, dass die Aktie oder vielleicht die Märkte zu Beginn des Jahres auch nochmal steigen, dann könnte das natürlich hier für eine richtig schöne Kursentwicklung bei Johnson & Johnson sorgen. Ob das dann so kommt, wird sich zeigen. Ja, der Kandidat mit den größten Bauchschmerzen für alle, die hier investiert sind, ist Netflix, der sich gut halbiert hat seit dem Allzeithoch, mittlerweile unter der EMA 200 ist. In diese Linie hier habe ich im Nachhinein, hatte ich hier eingezeichnet, wir haben uns hier konsolidiert und sind dann aber nochmal weiter abverkauft worden und sind hier oder haben uns von diesem Punkt hier sozusagen nochmal halbiert. Ja. Das heißt, hier muss man dann schauen, ob man solch einen Kandidaten schlussendlich abstößt, sofern man investiert ist oder an das Geschäftsmodell weiterhin glaubt und hier weiter investiert. Ist auf jeden Fall ein schwieriger Punkt. Letztendlich für Dividendeninvestoren ist Netflix im Allgemeinen auch nicht wirklich Pflicht oder auch nicht wirklich ergiebig. Dementsprechend kann man solch einen Kandidaten in einem reinen einkommensorientierten Investitionsportfolio sicherlich auch ausklammern. Kommen wir zu Starbucks mit ungefähr 2% Dividendenrendite und einer sehr starken Wachstumsrate der Dividende. Sieht das Ganze auch nach einem schönen Rückgang auf. Wir hatten hier die EMA 200 und sind mittlerweile unter die EMA 200 gefallen und befinden uns hier in dieser Zone bei 73. Auch das sind sicherlich attraktive Einstiegskurse, sofern man an das Geschäftsmodell glaubt. Wir sind hier von der Spitze so ungefähr 125 US-Dollar auf mittlerweile 70 US-Dollar zurückgekommen. Und auch das bietet sich gegebenenfalls für den einen oder anderen Interessenten an. Zu guter Letzt und abschließend möchte ich mit Microsoft, eine Aktie, die ich sehr lange auf dem Radar habe, aber immer noch nicht investiert habe. Gegebenenfalls werde ich das jetzt so langsam aber mal forcieren über die nächsten Monate. Wir hatten hier einen Rücksetzer bis ungefähr 300 und sind jetzt hier, und da habe ich jetzt nochmal ein paar Linien nachgezogen, mittlerweile bei 260 angekommen. Auch das hier sind wieder letzte oder ältere Pullback-Niveaus, auf denen die Aktie aktuell tendiert und von denen sich aktuell so langsam bzw. vorsichtig Richtung Norden entwickelt, wird sich zeigen. Die EMA 200 zieht auch nach, befindet sich aktuell bei 211 US-Dollar. Und da bin ich auf jeden Fall eigentlich am gespanntesten, wie sich das Ganze hier weiter entwickelt. Ansonsten bin ich mit meinen Themen an der Stelle durch. Wenn Fragen sind, gerne an diese E-Mail-Adresse oder aber über das Kontaktformular. Wenn ihr Interesse habt an Inhalten zum einkommensorientierten Investieren, gern auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen oder mich direkt, wie gesagt, kontaktieren über die gezeigten Möglichkeiten. Und ansonsten, wenn ihr möchtet, gerne noch die ein oder andere Frage. Ich werde mal schauen, ob es hier schon Fragen im Chat gibt. Dann nicht wundern, warum ich gerade nicht antworte. Ich lese mal die Fragen durch. Bezüglich Seasonal Charts, warum das nur bis 2010 geht. Man kann das Ganze sich auch anzeigen lassen, zum Beispiel mit der Software Seasonax. Dann müsste man sich ein bezahltes Abo einrichten, sofern man daran Interesse hat, und kann das dann sicherlich auch auswerten. Ich bin jetzt auf die oder habe jetzt auf die Daten zurückgegriffen, die jeder von euch auch einsehen kann, sofern jemand oder sofern ihr das am Ende auch rekonstruieren möchtet, dann könnt ihr das unter Seasonal Charts auch einfach euch nochmal anschauen. Das war jetzt eigentlich nur der Grund dafür. Ansonsten war die Frage, Netflix zahlt überhaupt keine Dividende. Richtig, zahlt keine Dividende. Ich hatte hier einfach meine Watchliste von Anfang des Jahres nochmal aufgegriffen und da habe ich für mich selber Netflix mit drin gehabt. Genauso wie Berkshire Hathaway auch keine Dividende zahlt, habe ich das aber der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal gezeigt. Ansonsten, wenn noch Fragen sind, gerne jetzt. Ich bin sonst erstmal mit meinen Themen durch.
Ja, vielen Dank schon mal bis hierhin, lieber Julian. Und wenn Fragen dann auch im Nachgang noch aufkommen, dann gerne auch an uns schicken. Wir leiten das weiter, beziehungsweise du hast ja auch deine Kontaktdaten gezeigt. Genau, richtig. Da scheint auch keine Fragen weiterzukommen. Dann deswegen verabschiede ich mich zumindest schon mal. Bedanke mich sehr bei dir für das Webinar. Geht ja hier mit der Webinarreihe im September dann weiter und wünsche dir weiterhin gute Besserung und Dankeschön. bedanke mich auch bei den Teilnehmern fürs Dabeisein, für das Interesse. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Wenn Sie noch diese Woche weiter handeln, dann viel Erfolg und passen Sie auf Ihre Position auf. Und Julian, du hast das Schlusswort. Ja, an der Stelle vielen lieben Dank für ja, eure Zeit, aber auch an FX Lab für die Möglichkeit. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das anstehende Webinar. Und ja, ansonsten wünsche ich jetzt erstmal allen schöne Feiertage. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus Braunschweig. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.